Guten Morgen zu Tag 3 unserer Bella Italia Tour. Wir sind weiterhin auf Sizilien mit AIDA Blu, aber ein neues Ziel steht an. Ja, denn wir sind heute in Catania, das erste Mal für uns. Und wir haben heute auch einen ganz tollen Ausflug geplant, denn für uns geht es da hoch auf den Ätna, und zwar direkt zum Krater, wo wir auch eine Wanderung unternehmen. Und vorher geht es noch mit der Seilbahn hoch und mit dem Unimog. Mhm. Also ja, heute viel Action und Abwechslung auf jeden Fall. Abwechslung, genau. Wir waren auch vorher noch nie bei einer Kraterwanderung dabei oder so. Also wirklich was Neues für uns. Und wenn ihr genau hinschaut, der Ätna raucht nicht nur ein bisschen, sondern es liegt auch einiges an Schnee da oben. Also wir hoffen, dass wir uns dick genug einpacken können. Hier unten die italienische Sonne ist noch recht mild, schön spätsommerlich. Ja, da oben 20 Grad werden heute, also noch sehr, sehr schön. Genau, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, nehmen euch mit, gehen uns jetzt erstmal beim Frühstück ein bisschen stärken und dann geht's mit dem Ausflug los. Angekommen am Ausgangspunkt unserer Kraterwanderung. Wir sind jetzt hier kurz vor der Seilbahn am Ätna. Ja, und hatten auch die Möglichkeit, jetzt mal ein bisschen normales touristisches Leben wieder zu erleben. Hier ist nämlich ein kleiner Souvenirshop und eine Pizzeria. Da hat Janine gleich zugeschlagen. Ich? Du hast erstmal eine Pizza gegönnt. Ja, und ein Stück Pizza. Wenn man in Italien ist, muss man auch ein Stück Pizza essen. Ich habe mir ein paar Spezialitäten geholt, die uns von unserem Guide empfohlen wurden, und auch mit Pistazien und Co. Das werden wir aber erst später testen, wenn der Hunger kommt. Genau, Janine will sich erstmal auspowern dann oben. Ja, und ihr seht ja auch, wir sind ein bisschen eingepackt, haben die Winterjacken mit. Es ist auch empfehlenswert, jetzt zumindest im Herbst unten. Genau, hier am Parkplatz, wo es losgeht, sind es jetzt auch schon nur noch 13 Grad. Und je höher man kommt, desto frischer könnte es werden. Also sie sagte vorhin gerade, ich hatte nochmal nachgefragt, es kann angenehm sein, kann aber auch sehr, sehr kalt sein, je nachdem wie der Wind ist. Und das weiß man ja vorher immer nicht so genau. Genau, und dass ihr auch alles mitkriegt während des Ausflugs, gibt es natürlich auch diese Audiogeräte vorher. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die erste Kraterwanderung, die wir jemals in unserem Leben gemacht haben. Und dann nehmen wir euch dann jetzt erstmal mit in die Seilbahn. Aber vorher gibt es Pizza. Ja, so schnell geht's. Jetzt sitzen wir schon in unserer privaten Seilbahn. Genau. Dank Corona fährt man nämlich hier nicht zu sechs, sondern nur zu zweit. Haben wir jetzt auch nichts dagegen gehabt, oder? Super. Aussicht, genau, Aussicht ist allerdings nicht so toll. Ist so, Sieht aus wie Weltuntergang hinter uns, weil es einfach nur dieses Fenster total beschlagen und so ein bisschen getönt. Aber ihr habt ein bisschen so Gefängnisausblick durch die Gitterstäbe immerhin. Ja, also jetzt geht es ungefähr auf 3000 Meter hoch. Sind dann gespannt, was uns da erwartet. Dicken die Autos. Ach ja, stimmt. Den geht dann erstmal ein Unimog, habe ich ganz vergessen. Ja. Tatsächlich, ja. Also wird es jetzt. Eine Spinne runter. Okay, gut, geht gleich weiter, wenn wir einen Spinnenangriff überlebt haben. Die Unimog-Fahrt haben wir auch erfolgreich überstanden. Janine war vorher skeptisch eigentlich, aber war ganz cool, oder? Ich bin froh, dass ich meine Winterjacke dabei habe. Das stimmt. Und Mützchen, genau. Janine ist schon im Winterlook. Ja, es sind auf jeden Fall weniger als 10 Grad. Ja. Schnee liegt auch, also ist ein schöner Kontrast zu dem Vulkangestein. Und es ist wirklich sehr, sehr imposant. Also wir können uns jetzt mal umdrehen. Da seht ihr dann auch, ich denke mal, dass das der Hauptkrater ist. Man hört auch immer so ein bisschen ein Grollen von hinten. Ja, und es riecht auch schon ein bisschen. Ja, weiß gar nicht, ob das dann Schwefel ist. Nicht, dass wir uns jetzt blamieren, dass wir irgendwas Falsches erzählen. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal auf Kraterwandertour. Die soll ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde gehen. Schwarze Schuhe haben wir auch. Also geht's jetzt los. Bist du fit? Natürlich. Natürlich. Masken natürlich wieder auf und dann geht's los.
So, kleine Zwischenstandsmeldung von unserer Wanderung hier rund um den Krater. Hier. Aber wir halten Abstand. Das machen wir extra für euch, damit wir euch die Wasserstandsmeldung geben können. Ja, hier hinter uns seht ihr gerade einen der eingestürzten Krater, ist nicht mehr aktiv. Da war vor ungefähr 20 Jahren mal ein Ausbruch. Und jetzt. Hintergrund haben wir noch den aktiven. Genau, also wenn das geklappt hat, was Janine gemacht hat, sie hat ja mit dem Handy vorhin mal eine Aufnahme gemacht, da hoffen wir zumindest, dass man das hört. Ansonsten sehr, sehr interessant und ja auch vom Wetter sehr, sehr skurril ein bisschen. Also es ist schon sehr kalt, aber gleichzeitig warm durch die Sonne, ne? Aber dicke Jacke schon empfehlenswert. Na gut, gute Ehefrau hat mich festgehalten. Ja, jetzt werden wir mal ohne Kamera weiterlaufen und dann werden wir uns nachher mal bei euch melden. Letzter Stopp unseres Ausfluges, nachdem wir den Ätna erklommen haben und die Kraterwanderung hinter uns gebracht haben, gibt es jetzt erstmal eine Stärkung. Ja, inklusive in dem Ausflug ist jetzt auch so eine kleine Einkehr in ein sizilianisches Restaurant. Erster Gang ist jetzt schon da, es gibt Pasta und Janine macht jetzt noch schnell einen Test. Ich mache einen Test jetzt. Ja, ganz schnell. Schmeckt. Okay, dann lasse ich es mir jetzt auch schmecken. Das war auch schon sehr lecker. Genau, es gibt auch sehr leckeres Brot, das schmeckt sehr gut. Und Rotwein, ja. Wir geben uns jetzt noch richtig die Kante, bevor es zurück auf Aida Blue geht. Zum Abschluss des Tages ging es für uns noch in netter Begleitung in das Rossini-Restaurant. Für alle unter euch, die dort bisher noch nicht waren, das Rossini ist das Gourmet-Restaurant an Bord der AIDA-Schiffe und bietet tolle Menüs in einem sehr entspannten Ambiente. Dabei müssen die Speisen und Getränke jeweils bezahlt werden. Aufgrund der tollen Qualität können wir euch einen Besuch des Restaurants allerdings wärmstens empfehlen. Auf unserer Reise wurden übrigens nur 3-Gang-Menüs im Rossini angeboten, satt geworden sind wir aber dennoch.
Leicht verspätete Grüße an Bord von Aida Blue. Ja, noch ein paar Worte zu unserem Ausflug, da wir vorhin vor dem Auslaufen es nicht mehr geschafft haben, uns nochmal zu melden. Ja, wir haben für uns resümiert, dass es bis jetzt der beste Ausflug der Reise war, oder? Ja, war unser bisheriges Highlight. War alles dabei. Super schöne Ausblicke, ein bisschen Action, nette Leute. Lecker essen. Lecker essen, genau, ja. Auch richtig. Und war kurzweilig, nicht allzu lange, die Fahrzeuge waren in Ordnung und ja, es fühlte sich fast so nach Normalität an, ne? Genau, also rundum Sorglos-Paket war es. Ja. Klar, vergleichsweise ist der Ausflug sehr, sehr teuer, also 174,95 Euro pro Person, also ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich glaube, das ist auch der teuerste Ausflug, den wir jemals auf einer Kreuzfahrt bis jetzt gemacht haben. Dadurch, dass wir den Ausflug sehr gut fanden, ist es okay, würde ich sagen, kann man machen, ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Ja, ansonsten, der Nachmittag war dann recht kurz an Bord. Wir hatten dann noch kurz die Sonne genossen, dann das Auslaufen mit euch live auf YouTube. Vielleicht habt ihr das Video ja gesehen, verbracht. Und danach gab es dann noch ein kulinarisches Highlight, denn, ja. Wir waren dann noch im Rossini zum Abendessen. Das ging dann direkt nach dem Auslaufen, halbe Stunde später schon los. Und ja, da gab es ein Drei-Gänge-Menü, was sehr, sehr gut geschmeckt hat. Also wie man es halt von Rossini kennt. Also alle, die dort gerne essen gehen, die wissen da Bescheid. Ne? Genau. Ist immer gute Qualität und super Preis-Leistung. Und wir gehen da gerne jetzt immerhin, also sagen wir mal, einmal pro Reise sollte man das schon mal mitmachen, oder? Genau, ist auf jeden Fall ein kulinarisches Highlight an Bord der AIDA-Schiffe und würden wir auf jeden Fall empfehlen, genauso wie das Buffalo Steakhouse. Ab morgen geht es dann aber mal wieder in die, in Anführungsstrichen, normalen Restaurants. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen die Nacht rumzukriegen. Wir hoffen, dass es klappt, denn der Kapitän hat vorhin gesagt, dass wir noch am Stromboli vorbeifahren. Das ist ja noch ein aktiver Vulkan hier in Italien und er hofft, dass wir vielleicht einen Lavafluss sehen können oder ein bisschen zumindest was vom brodelnden Vulkan. Soll ungefähr so 12:30 in der Nacht sein. Genau, das heißt ungefähr noch eine Stunde durchhalten. Unter anderem haben wir gelesen, dass jetzt in der Ocean Lounge oben noch ein bisschen Hausmusik gespielt wird. Da wollen wir jetzt mal hingehen, das geht noch bis 0 Uhr und dann die letzte halbe Stunde kriegen wir auch noch rum. Genau, also falls das klappt mit dem Stromboli, hoffen wir, dass wir jetzt noch ein paar abschließende Impressionen für euch einblenden können. Ansonsten seht es uns natürlich nach, wir können natürlich auch nicht die Natur beeinflussen, dass man da Lavaflüsse sieht. Ansonsten geht es dann ja, in der nächsten Woche mit dem nächsten Vlog weiter. Wir sagen dann schon mal vorab gute Nacht und drücken einfach den Daumen, dass wir nachher noch den Lavafluss vom Stromboli sehen.